Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kurz verschluckt, alles gut. Wir haben heute mal wieder PX1 da, nämlich den Yellow Smoothie von den neuen Sorten. Was kannst du denn auf dem Bild erkennen erstmal? Auf dem Bild kann man viele... Sind das Zitrusfrüchte? Ja, das sind Zitrusfrüchte, oder? Also ist eine Ananas abgebildet, eine Mango abgebildet. Richtig. Ein Yellow Smoothie ist abgebildet. Ja, ein gelber Smoothie ist abgebildet. Ein bisschen Minze, ein paar Minzblätter sind noch dabei. Ja, das ist so das, was man erkennt. Ne? Viel mehr ist darum nicht gemacht. Wir haben Shots zur Verfügung gestellt. Tabak ist zum Selbstanfeuchten. Wir haben erstmal Wasser nach Hause für 9,49 Euro. Tabak könnt ihr euch selber aussuchen, mit welchem ihr das Ganze anmischt. Wir empfehlen Nubia Super 3. Richtig. So, bevor der Alex jetzt zum Geruch kommt, der macht das natürlich jetzt schon mal dabei auf, erzähle ich euch noch eben kurz, dass es jetzt heiß wird. Die heiße Phase beginnt zu unserem Tabak. Wir freuen uns tierisch darauf. Wir können euch bald verraten, mit wem das Ganze stattfindet. Wir kommen in dieser Woche, vielleicht wenn ihr das Video gesehen habt, haben wir schon den Tabak zu Hause und beginnen daran, uns ans Tüfteln begeben wir uns und werden unseren eigenen Tabak ausarbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, euch den präsentieren zu können auf der Shisha-Messe, auf unserem eigenen kleinen Stand, den wir haben werden, wo ihr gerne zu uns kommen könnt, wo ihr mit uns quatschen könnt, wo ihr euch den Tabak einmal einverleiben könnt. So, jetzt geht's weiter. Gut, dann kommen wir, also zum Schnitt können wir ja jetzt nichts sagen, weil es ja zum Selbstbefeuchten ist. Kommen wir dann direkt zum Geruch. Vom Geruch her erinnert es echt stark an so einen gelben Smoothie. Also so ein Mango-Ananas-Mix-Smoothie. Ja, also für mich im Hauptgrund ist ja wirklich die Ananas, die extrem natürlich ist. Ja. So eine leichte Minze ist irgendwie dabei, aber dieses leicht Stechende von der Ananas ist super getroffen. Und die Süße von der Mango kommt wirklich auch wunderschön raus. Also so dieser Bestandteil, den würde ich schon hart an so einen Mango-Tango von Adalia annehmen. Nur ohne Ananas. Ja, also nur der Mango-Teil von Mango-Tango. Genau. Ist ja auf jeden Fall irgendwie ziemlich stark zu sehen, zu riechen. Die Leute ist das Ganze im Tonkopf randvoll gefüllt, 3 Jakic-Cubes. In der Buddha-Pipe, richtig. Bald kommt auch dazu das Review online. Ziemlich geile Fire schon. Wir sind die gerade ein bisschen am Auseinandernehmen, am Testen und haben die schon aufgeschockt mit unseren Energy 2.0 Anschlüssen. Nicht wundern, die kommen nicht so serienmäßig. Nein, also wir zeigen euch, welcher Lieferumfang eigentlich da ist. So, ja, wir kommen jetzt mal zum Geschmack. Geschmacklich so legt sich so dieser Smoothie-Geschmack auf der Zunge ab, finde ich. Also geht nicht jetzt hinten in den Rachenraum oder so, er legt sich schön auf der Zunge ab. Sehr stark auf der Zunge, ja. Und man hat wirklich so diesen Ananas-Ton wirklich sehr stark im Vordergrund. Finde ich auch, aber wie auch im Geruch, extrem natürlich. Ja. Extrem natürlich. Dann hat man noch so halt die Süße von der Mango, schön als Abrunden so dabei. Mhm. Und halt Minzton, ich sag mal wirklich aber sehr, 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 sehr wenig Minze drin. Ja, es rundet so ein bisschen ab, ne? So, ja, also. Man hat den Ton, nicht dieses Kühlende, ne? Ja. Das ist kein Eistee, kein Ananas-Mango-Eistee. Soll eher so. Smoothie wird ja auch, da wird ja auch ein bisschen Eis reingetan, dass er ja diese Dickflüssigkeit kriegt. Und so würde ich es auch beschreiben, eigentlich. Ja, also für mich kein mehr erkennbarer Eiseffekt, weil er wirklich so leicht an der Zungenseite habt ihr so einen leichten Minzton. Ja. Extrem geile Mischung. Die Mango spiegelt hier die Süße extrem wieder, die die Ananas nicht von Natur aus sozusagen mitbringt. Ja, die bringt eher so eine spritzige, saure Note. Ja. Und das Ganze harmoniert hier pervers geil. Ja. Für mich, ich stehe eh drauf, wenn die Ananas in eine geile Richtung geht und nicht in diese White Gummy Bear mäßige, sondern eine schön natürliche Ananas mit Mango, die eh eigentlich so gut wie bei jedem Tabak funktioniert. Und eine heftige Mischung, muss ich sagen. Also, so als komplettes Konzept finde ich es genial getroffen eigentlich. Ich könnte mir den hier sehr gut noch gemischt vorstellen mit einem Spearmint. Ja, also Spearmint Kaugummi oder nur Spearmint, vielleicht jetzt, kühl im Sommer. Genau, wenn man so eine Kühle jetzt reinbringen will, halt wirklich so ein Spearmint oder ein Eiseffekt, irgendwie sowas. So ein Ice Zero von Sweet Smoke oder Absolut Zero von Social. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, von mir aus gibt es hier auf jeden Fall eine probierbare Kaufempfehlung. Man muss auf Ananas stehen, damit man das Teil auf jeden Fall mag. Für Leute, die Ananas mögen, safe. Auf jeden Fall. Ja, sind wir am Ende des Videos. Unten Facebook wie Instagram verlinkt. Schaut da mal vorbei. Bleibt dran, wir werden jetzt jede Woche Informationen raushauen zu unserem Tabak
unser Datum steht auch schon, wann wir sozusagen in die Firma fahren, des Herstellers. Ja. Das ist nämlich am 25., nee, 6, doch 25., doch 25. Auch am 26. werden wir 2 Tage dort sein, ja, und Tabak in die Inch-Phase abschließen. Unsere Rohedition sozusagen, ja, die wir konzipiert haben, mit dem Chef vorlegen. Ja, und ihm dann auch nochmal sprechen, genau, und so weiter. Und er wird das Ganze natürlich dann auf das Niveau sozusagen heben, die diese Tabakfirma pflegt. Genau. Und dann hält uns nichts mehr davon aus, dann 3 Wochen später auf der Messe zu stehen mit unserem eigenen Tabak. Richtig. Und da könnt ihr wirklich durchböllern ohne Ende. Ja. Kommt uns besuchen, wir würden uns sehr freuen. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.